Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin excited. Wie ihr im Titel gelesen habt, mache ich mir heute Tinder. Was geht? Ich esse jetzt ein bisschen Akroschka nebenbei. Vegane Akroschka. Kurze Vorab-Story. Ich hatte noch nie eine Dating-App. Weder Tinder noch Lavoo. Weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Parship. Damals war ja mal so ein Trend, dass voll viele so Videos dazu gemacht haben. Eine Woche lang dies, eine Woche lang das. Und genau das möchten wir heute mal auch machen. Ich habe keine Ahnung, wie die Apps funktionieren. Ich weiß nur, man kann irgendwie swipen. Es gibt Matches und weiß ich nicht was. Und ich lade mir jetzt die App runter. Und warum? Natürlich rein aus Recherchezwecken. So. Laden. Lass mich nicht in Ruhe Videos drehen. Also vorab, nein, ich möchte jetzt nicht meinen Traummann treffen. Ob man das überhaupt kann auf so einer Dating-Plattform, das sei mal dahingestellt. Ich bin erst seit 6 Wochen Single. Ich will gerade einfach nur lachen, mich über Dinge lustig machen, sie mit euch teilen und die Klicks. Nehmen wir mal erikashopping@gmx.de. Ich möchte keine News, keine Updates und keine Angebote von Tinder erhalten. Willkommen bei Tinder. Bitte halte dich an die folgende Hausordnung. Sei du selbst. Bleib bei deinen Fotos, deinem Alter und deiner Bio, bei der Wahrheit über dich. Bleib auf der sicheren Seite. Teile nicht zu schnell persönliche Informationen über dich. Bleib locker. Respektiere andere und behandle sie so, wie du auch behandelt werden möchtest. Sei proaktiv. Melde schlechtes Verhalten immer. Ich stimme zu. Ich stimme der Hausordnung zu. Vorname Erika. Nehme ich meinen richtigen Namen natürlich. Mein Geburtstag, 10.09.1996. Ich glaube sogar, dass ich so richtig übertreibe, so richtig auf lustig. Ich bin eine Frau. Mein Geschlecht in meinem Profil anzeigen, ja. Meine sexuelle Orientierung. Was ist denn quer? Derzeit unklar. Spaß. Hetero. Interessen. Fridays for Future, nein, Spaß. Was nehmen wir denn hier? Slam Poetry. Gin Tonic. Machen wir mal Social Media. Stimmt ja. Veganes Kochen. Was ist denn Vinyasa? Manche Sachen sind so witzig, auch wenn... ich will keinen fronten, ne? Es ist nicht witzig. Das sind normale Interessen. Vor allem veganes Kochen, dann denkt man, dass ich gerne koche, eigentlich nicht so ganz. Wo steht denn hier Reisen oder sowas? Segeln. Ich muss das... Ah, Reisen hier. Mensch. Machen wir Fitness. Komm. Ich bin auch so eine Fitness-Queen. Nicht. Fotos hinzufügen. Boah, jetzt geht's los. Zugriff auf alle Fotos erlauben. Kommt hin, dann gönn dir alle Fotos, die du haben kannst. Das gilt nämlich, glaube ich, auch als erstes Bild. Weil erstens, meine Haare sind kurz. Es ist das aktuellste und es ist sogar unbearbeitet. Nehmen wir das als erstes Bild. Zweites Bild. Bikini-Foto. Spaß. Wir wollen keine sexuell aufreizenden Fotos, sondern... normale Bilder, die mich in einem normalen Habitat zeigen. Ich habe mir auch sagen lassen, keine Bilder, die den Körper zu sehr betonen, sondern eher Fotos verwenden, wo man den Körper nicht so sieht. Um die Fuckboys ganz weit von einem fernzuhalten. Insofern das überhaupt möglich ist. Ach, hier habe ich auch ein Nacktbild, nämlich da. Spaß. Habe ich hier vielleicht ein hässliches Bild von mir? Ich muss so ein hässliches Bild nehmen, das ist so witzig. Hier habe ich doch ein super Foto. Was haltet ihr von diesem? Ja. Perfekt. Und jetzt noch ein Körperbild. Also, ganz ehrlich, ich finde, hier ist von allem was dabei. Möchtest du jemanden, den du kennst, auf Tinder vermeiden? Das ist ganz leicht. Einfach die auf deinem Gerät gespeicherten Kontakte mit Tinder teilen und auswählen, wen du vermeiden möchtest. Oha, cool. Cool. Okay. Ah, es fängt schon an. Hilfe, ich will das nicht. Hallo, ich will keine 19-jährigen... schulpflichtigen Kinder hier haben. Stopp. Wie funktioniert das hier überhaupt? Ich will das nicht. Ich check hier gar nichts. Hä? Wieso habe ich schon 7 Likes? So nicht. Ich will zum Sicherheitscenter. Standort will ich 9 Orte hinzufügen. Scheiße. Tinder Plus. Leute, das setze ich aber ab, ne? Die 16,49. Machen wir Standort Düsseldorf. Entfernung machen wir dann mal 27 Kilometer. Zeige mir Männer, bevorzugtes Alter, bitte.
von 29 bis 35. So, wo sind meine Likes? Hässlich? Also. So sieht mein Profil jetzt aus. Jetzt muss ich ja noch was hier hinschreiben, ne? Genau. Sternzeichen, Virgo, wie kommunizierst du am liebsten? Am liebsten persönlich. Prost, womit stößt du am liebsten an? Mach mir Wein. Was isst du am liebsten? Vegetarisch. Hast du Haustiere? Katze. Was treibst du online so? Überspringen. Machst du Sport? Ab und zu. Was ist deine Ausbildung? Nee. Rauchst du? Ich rauche nicht. Okay. Hä? Ach so, gut. So, Leute, was schreibe ich in meine Bio? Was schreibe ich da rein? Hilf mir, please. Ich freue mich gleich so, die ganzen Bios durchzulesen. Das wird bestimmt super witzig. Ich mache es einfach aus dem Bauchgefühl heraus, okay? Diese drei Worte beschreiben mich am besten. Direkt, / ehrlich. Na, das sind ja schon zwei Worte, ne? Lassen wir es bei direkt. Direkt, sensibel, loyal. Ich bin auf der Suche nach meinem Soulmate. Oh, jetzt wird es romantisch. Ich bin auf der Suche nach meinem Soulmate. Wer meine Katzen nicht liebt, hat verkackt. Kannst du schreiben? Ich habe eh nichts zu verlieren. Ich hasse Fleisch. Fleisch. Bier. Und Zigaretten. Stoppschild. Ich bin spontan. Liebe es zu reisen. Bin für jeden Spaß zu haben. Nee, das klingt irgendwie zweideutig hier bei Tinder. Das schreibe ich doch nicht. Irgendwie nicht so ganz 21 Jahre alt, Jan. Ah, nee. Ist es das Alter? Keine Sorge, bin viel größer als du. Nicht so aktiv hier. Schreib mir lieber auf Insta. Ist das Instagram-Werbung oder was? Nicht so ganz. Wie mache ich das jetzt? X ist wahrscheinlich nö. Den Namen kann man nicht mal aussprechen. Nee. Klausi. Sieht irgendwie nicht so ganz aus wie Klausi. Geheiratet wird in Dündel und Lederhosen. Das glaubst auch nur du. Nee. Justin. Physiotherapeut. Wie hat der Physio geschrieben? Da kriege ich ja schon Herpes. Was ist Terrassius? Ach so. Der ist irgendwie Niederländer. Sergio. Suche Influencer mit Honorar. Hä? Ansonsten nur an was Festem interessiert. Kann man auch andere Fotos angucken? Ah! Nächstes Foto. Muss ich mir mal die Fotos genau angucken? Ist ein ganz hübscher, aber ich verstehe das nicht mit... warum sind die alle so jung? Ich habe gesagt, nichts so jung anzeigen hier. Oh, ein Alex kann ich nicht mehr ertragen. Toni, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Nee. Liam. Nee. Marv. Oh, das fühlt sich so weird an, Leute. Ist das bei euch auch so gewesen, als ihr mal sowas gemacht habt? Ken. Ich bin aus Japan und Ken. Von Beruf bin ich Pilot und Ingenieur. Ich studiere Deutsch. Ich würde mich freuen, wenn jemand mit mir spielen könnte. Ken! Nee. Hä? Was ist das denn für eine Verarsche? Warum kann man denn nicht sehen, wer mich geliked hat? Wenn ich diese 16,50 Euro plus, wenn ich jetzt noch dieses Upgrade mache, nicht von dem Video zurückbekomme, ne? Dann gibt's Stress mit euch. Wie mache ich das jetzt, wenn ich das okay finde? Like? Nope. Ach so! Ich mache die ganze Zeit auf X. Was sind das für Fotos, Jocelyn? Was ist das für ein Name? Da steht nicht mal dein Alter. Nope. Der ist Widder. Das geht nicht. Nee, Leute. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, ich werde hier keinen einzigen Typen matchen. Wir machen da alle so hässliche Bilder rein, ne? Leute. Okay, ich würde sagen, was Interessantes passiert jetzt nicht mehr. Wir sehen uns nochmal in... Wir haben jetzt 18 Uhr. Ich würde sagen, wir sehen uns zu einem Update in 2 Stunden wieder. Hello, I'm back, Freunde. Ich habe jetzt genau seit 2 Stunden Tinder. Habe wahrscheinlich 1000
Typen weggeswiped. Und mein Resümee ist folgendes. Mein Vorerst-Resümee. 40% der Typen heißen Alex. 10% der Typen sind Wassermann, geht auch nicht. Die anderen 30% sind leider optisch gar nicht mein Fall. Dann bleiben noch 20%. 10% davon rauchen Zigaretten oder trinken Bier. Oder essen gerne Fleisch. Bleiben noch 10%. 9% davon haben so eine schmierige Bio oder so schmierige Bilder drin. Nur so vom Körper und sowas. Turnt mich komplett ab. Bleibt nur 1% übrig und diesen 1% habe ich auch gematcht, geliked, heißt es, glaube ich. Wie sieht man das überhaupt, wen ich alles geliked habe? Kann ich das nochmal irgendwie Revue passieren lassen? Ich glaube nicht. Ich muss sagen, in den 2 Stunden habe ich so 2, 3 Sahneschnittchen gefunden. Weiß ich aber nicht mehr, wie die heißen. Wo kann ich denn sehen, wen ich geliked habe? Auf jeden Fall habe ich jetzt 229 Likes nach 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich normal bis vielleicht sogar wenig. Ich meine, ich habe auch keine Bikini-Fotos oder generell leicht bekleidete oder wo man meinen Körper erahnen könnte. Doch, bei dem letzten Bild. Aber auch nicht so krass, krass. Ja, 229 Likes nach 2 Stunden und ich habe 5 Matches. Der eine hat geschrieben, hey Erika, wo kommst du her? Habe ich geschrieben, hello, Düren und du, Leverkusen. Meint der, ja genau, Leverkusen. Ich suche derzeit keine Beziehung. Passt das für dich? Ich denke mir so, okay. Ich habe geschrieben, ich suche hier überhaupt niemanden. Ist meine erste Dating-Plattform, deshalb wollte ich erstmal gucken. Hat er geschrieben, oh okay, dann gebe ich dir den gut gemeinten Rat, doch wieder abzumelden, bevor du jeglichen Glauben an die Menschheit verlierst. Danke fürs Gespräch, ne? Ja, und der andere hat geschrieben, hey, wie geht's? Habe ich noch nicht drauf geantwortet. Dachte ich mir, können wir zusammen drauf antworten. Hello, gut und dir? Er hatte eine Katze auf seinem Profil, das hat mich überzeugt, ja. Ansonsten, der eine hat mir nicht mehr geantwortet, also Korb. Den habe ich auch nur gematcht, weil er vegetarisch in seiner Bio hat. War auch der einzige Vegetarier, den ich geliked habe. Ja, und sonst gibt's eigentlich nichts Neues erstmal. Hello Friends, ein Update von meinem Tinder-Experiment. Wir haben nämlich den nächsten Tag ungefähr 24 Stunden später und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ich habe nach diesen 24 Stunden 635 Likes, keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Mir haben insgesamt 4 Boys geschrieben. Dem einen habe ich irgendwie nicht mehr geantwortet, weil der mir zu langweilig wurde. Dem anderen wiederum, und dann habe ich auch sein Match entfernt, weil der hat mich gestört. Das war eigentlich voll süß, der hat mir geschrieben. Also, ja, ich versuche seit circa 10 Minuten eine gute Nachricht zu verfassen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin, haha. Aber irgendwie will ich Kontakt zu dir aufbauen, weil ich dich krass hübsch finde. Hoffe, du meldest dich, vielleicht würde mich sehr freuen. Das fand ich sehr sweet, die Nachricht, muss ich schon sagen an der Stelle. Und dann habe ich aber in seiner Bio gesehen, dass er irgendwie 23 ist. Habe ich geschrieben, oh, sehe irgendwie jetzt erst, dass du 23 bist. Bisschen jung. Hat er geschrieben, naja, im Grunde genommen trennt uns nur 2 Jahre. Lern mich kennen und entscheide dann, ob zu jung oder nicht. Dann dachte er sich bestimmt, Halsmaul, was ich dann geschrieben habe. Aber ist mir egal. Habe ich geschrieben, hast du eine eigene Wohnung? Hast du einen festen Vollzeitjob? Hast du ein Auto? Hast du schon mal mit einer Partnerin zusammengelebt? Ich denke, da kommen bestimmt 1 bis 2 Sachen dazu, die uns noch trennen. Hat er geschrieben, hab ich? Hab ich Arbeit als Alten- und Krankenpfleger? Nein, hab ich nicht. Dazu ist es in meiner letzten Beziehung nicht gekommen. Führerschein habe ich im nächsten Monat in der Tasche. Irgendwie nicht nächsten Monat. Junge, ich habe meinen Führerschein, seit ich 16 bin. Also, beziehungsweise 17. Aber eigentlich 16. Also. Hausi. Du bist so süß. Hat er geschrieben, aber finde nicht wirklich, dass sowas was ausmacht, wie erwachsen man ist für eine Beziehung oder generell, sondern eher, wie wert man den anderen schätzt, ob man füreinander da ist und so. Das sind Faktoren, die einen erwachsen machen. Habe ich geschrieben, ich habe Jahre meines Lebens genau wegen sowas verschwendet. Streitigkeiten ohne Ende, die nicht hätten sein müssen. Also doch, sowas ist sehr wichtig, auch wenn es auf den ersten Blick sehr oberflächlich scheint. Da habe ich noch geschrieben, dass er echt cute ist eigentlich, ne? Und er bestimmt den passenden Deckel für seinen Topf finden wird. Dann hat er geschrieben, okay, wie du meinst, finde ich zwar schade, aber okay, ist dann wohl so, danke, kann ich nur zurückgeben. Also das war eigentlich ganz süß, hör mal, aber nee, das geht nicht. 3 Jahre jünger als ich, das geht doch nicht. Nicht wegen dem Alter, ich stehe sogar, ehrlich gesagt, auf Jüngere. Also, keine Ahnung, ich kann irgendwie mit diesen ganzen alten Leuten nichts anfangen irgendwie. Ich mag das, wenn Leute jung geblieben sind, weil ich halt auch mega jung geblieben bin. Bin zwar 25, werde 26 nächsten Monat, oh Gott. Aber ich fühle mich wie 20. Ja.
Deswegen mag ich halt jüngere Boys sogar, aber wie gesagt, ich habe keine Lust mehr auf diese Kopfschmerzen. Ein Mann soll wissen, wie man einen Haushalt führt. Ein Mann soll wissen, wie man einen Gasanbieter sich aussucht. Ein Mann soll wissen, wie man einen Internetvertrag macht. Ein Mann soll wissen, wann man den Müll rausbringt und so weiter. Ein Mann soll einfach Wertschätzung haben für den Haushalt. Er soll alles selber geregelt bekommen. Ein Mann soll wissen, wie es ist, mit einer Frau zusammenzuleben. Das sind so viele Sachen, habe ich keine Lust mehr drauf. Ich will, dass mir ein Mann mal die Welt zeigt und nicht mehr, dass ich den Männern die Welt zeigen und erklären muss. Ja, und dann hat mir noch ein anderer geschrieben, aber den finde ich irgendwie schwierig. Der hat auch angeblich kein Instagram, locker Fake-Profil. Das war's. Also in den 24 Stunden haben mir nur vier Typen geschrieben. Ich habe ein paar Matches. Ich weiß nicht, wo genau ich das sehe. Wie viele? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Matches, glaube ich. Plus die, die mir noch geschrieben haben. Also wahrscheinlich 14 Matches. Aber ich habe auch echt wenige geliked. Also vielleicht maximal 30 von 1000 oder so. Weil entweder hatten die in ihrer Bio, ich esse gerne Fleisch oder ich trinke gern Bier oder irgendwie solche Sachen. Oh, nee, geht gar nicht. Und deswegen habe ich echt sehr, sehr wenige geliked. Ja, also ich finde es sehr boring. Auch die Typen, mit denen ich noch ein Match habe, davon hat mir nur, also wenn es 14 Jungs sind und mir nur vier geschrieben haben, haben mir ungefähr nur ein Drittel überhaupt geschrieben. Also, keine Ahnung, wenn es für mich als Frau schon so langweilig ist, wie muss es dann erst für einen Typen sein? Mal sehen. Ich melde mich einfach mal morgen mit dem nächsten Update. Mal gucken, ob es dann was Neues gibt. 3 Wochen später. Freunde, irgendwie sind 3 Wochen oder so vergangen, seit ich das Video angefangen habe. Und ich habe auch keine weiteren Updates mehr gedreht, außer das eine. Ich hoffe, ihr findet das nicht allzu schlimm. Kleiner Spoiler. Ich möchte definitiv noch eine andere Dating-Plattform ausprobieren. Deswegen schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ich so an also was ihr so an Verbesserungsvorschlägen habt, also was ihr wollt, was ich euch zeige oder wie ich das Video halt anders gestalten kann. Ja, jetzt kommt mein Fazit. Immer wenn jemand gesagt hat, ey, ich habe Tinder oder ich habe dies oder ich habe jenes, habe ich immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, voll der Fuckboy oder keine Ahnung was, voll schlimm, voll dies, voll jenes. Personen, die eine Dating-Plattform haben oder die bei einer angemeldet sind, haben wahrscheinlich jeden Tag irgendeine neue Flamme, irgendwie einen neuen Stich oder whatever. Also ich hatte irgendwie voll die Vorurteile. Und jetzt, nachdem ich Tinder selber ein paar Wochen hatte, eigentlich wollte ich das irgendwie nur eine Woche haben, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass meine ganzen Vorurteile irgendwie weg sind, dass das nicht bedeutet, dass man voll im, keine Ahnung was, Game drin ist, sondern du kannst auch Tinder haben und da läuft einfach gar nichts. Ich habe jetzt auf jeden Fall ganz andere Gedanken, was das angeht. Allein deswegen bin ich schon froh, dass ich das gemacht habe. Weil wenn jemand jetzt sagt, ey, ich habe Tinder, sage ich so, okay. Ohne dass es jetzt verurteilend oder böse oder gemein klingen soll, aber für mich persönlich sind 90 bis 95% der Männer auf Tinder nicht so ganz mein Geschmack oder mein Typ, würde ich jetzt mal ganz nett und vorsichtig versuchen, so auszudrücken. Und ich muss sagen, ich habe das zwar jetzt 3 Wochen oder so gehabt, aber ich war sehr, sehr inaktiv. Also ich habe wirklich selten geswiped. Ich habe selber halt 1100 Likes gehabt. Ich glaube, das ist auch gar nicht so viel nach 3 Wochen. Aber ich glaube, weil ich so inaktiv bin, kam da halt nicht wirklich was zustande. Und die paar Männer, die ich gematcht habe, da haben mir dann wiederum die Hälfte von geschrieben und ich habe der Hälfte davon nicht geantwortet. Der anderen Hälfte habe ich nur so ein, zwei Mal geantwortet. Also keine Ahnung. Das Einzige, was ich euch sagen kann, wenn ihr euch Tinder macht, dann matcht auf jeden Fall keine Typen, oder liked keine Typen, die Oberkörperfreibilder drin haben. Das ist für mich sowieso voll der Upturn. Aber ich habe einem, dachte ich mir, komm, dem gebe ich mal eine Chance, weil der war Steinbock und vegetarisch. Das heißt, ich dachte mir so, komm, like ich den mal. Also ich habe den dann gematcht, weil der mich voll geliked hat. Und dann haben wir ganz kurz geschrieben, wirklich eine ganz kurze Konversation. Und der war sowas von unkommunikativ. Das heißt, es hat mir sofort gezeigt, dass er nur auf das eine hinaus ist. Und dann natürlich gibt es auch solche Männer da, ganz klar, wahrscheinlich auch Frauen. Ich fand halt die Bios am interessantesten an der ganzen Sache, immer die ganzen Bios mir durchzulesen und so. Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und ich habe tatsächlich mich mit einem getroffen, mit einer Freundin zusammen. Und ich glaube, er wird auch das Video an der Stelle sehen. Schöne Grüße gehen raus. Also es ist eine kleine Freundschaft dadurch entstanden. Also was heißt Freundschaft, Bekanntschaft? Für Freundschaft ist es jetzt nicht tief genug oder nicht oft genug, aber wir haben uns halt zweimal getroffen in einer Gruppe. Und also ich habe mich mit keinem alleine getroffen und es war mega chillig, mega cool. Man hat voll die Deep Talks geführt und sowas. Also es hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Auf Ernst muss ich sagen, fehlt mir die Motivation da rumzuswipen und
glaube ich, nicht so ganz mein Fall. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch eine andere Plattform ausprobieren. Also schreibt mir wirklich gerne in die Kommentare, welche das sein könnte. Und ja, das war es dann auch eigentlich von dem Video. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Experiment gemacht habe. Tinder wird jetzt definitiv auch gelöscht. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr selber bei einer Dating-Plattform angemeldet seid oder schon mal wart. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben für ein weiteres Video von diesem Format. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.